Griechen und nur sie diese Laute auch noch in eine Schrift setzen können, die ein sozusagen zum phonetischen Signifikat sich als graphematischer Signifikant verhält. Damit ist zum ersten Mal, damit merkt die Philosophie zum ersten Mal überhaupt, dass sie geschrieben ist. Und dramatisch wird dieses Bewusstsein, dass es Bücher gibt, also Volumina, Rollen, in denen man Griechisch oder Lateinisch liest, eigentlich erst, wo sich in diese inzwischen ins Lateinische übersetzte griechische Philosophie hineindrängt ein ungebetener Gast in Gestalt des heiligen Paulus und der von ihm verkündeten vier Evangelien. Um zu beweisen, dass überhaupt diese Sklaven- und Sklavinnenreligion die Würde des Denkens verdient, was wir bezweifeln dürfen, benutzen die Christen und fast nur sie jahrhundertelang eine neue Buchtechnologie, die es zweifelhaft macht, überhaupt anzunehmen, dass Philosophie ein einziger von Platon bis heute reichender Komplex ist, sondern dass Philosophien jeweils von den Medien abhängen, in denen sie schriftlich verfasst werden. Statt der Rolle, in der man rollt und blättert, in der man rollt und eben nicht blättert, wählen die Griechen, die Christen, den Kodex aus Pergament, in dem man zum ersten Mal blättern kann, in dem es Seiten gibt, statt der endlosen Rolle, die Sie und wir eigentlich nur noch als Toilettenrolle kennen. Das gegen Niklas Luhmann, der glaubt, dass kein Medium untergeht. Glaubt, hä? Nur auf der Basis dieser nebeneinander auf den Schreibtisch zu legenden Kodizes war es zum Beispiel dem heiligen Thomas von Aquinas möglich zu vergleichen das Alte Testament, das Neue Testament mit seinem Philosophen, dem aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzten Aristoteles, und eine Konkordanz herzustellen, in der der Schöpfergott und der aristotelische Bewegergott allem Anschein zum Trotz doch koinzidieren sollten. Als diese Einheit des lateinischen Denkens zerbrach und eine neue Weise, als die Seinsgeschichte, um es kurz zu machen mit Heidegger, einen neuen Salto nahm, und in die Vulgärsprachen abdriftete, laut Derrida mit Recht, ist der Discours de la Méthode von Descartes der erste avanciert philosophische Text, der absichtlich in Französisch geschrieben ist und nicht in Latein, und es gilt auch für andere Sachen von Descartes. Also die Philosophie pluralisiert sich, sie vertraut zum ersten Mal dem Medium des neuen gedruckten Buches in den Vulgärsprachen sich selbst an und wird unverständlich für Deutsche oder Engländer, die des Französischen nicht mächtig sind. Und zum Ausgleich, das scheint mir wichtig, entwickelt Descartes und nur er, oder nur er nach François Viète, die Idee, dass zum Ausgleich für diese nationalsprachliche Spezialisierung es möglich ist, über alle Sprachgrenzen hinweg zu kommunizieren in einer Sprache, die das maximierte oder optimierte Alphabet selber ist. Diese unaussprechliche Tatsache, die den Satz des Pythagoras in algebraischer Form gießt, ist in den Regulae ad Directionem Ingenii bei Descartes das Beispiel für einen Sachverhalt, der absolut klare Distinkte ist. Da braucht man nicht mehr drüber zu reden, da braucht man kein Französisch, Englisch, Deutsch mehr, sondern dem ist einfach so, seit Pythagoras und seitdem Descartes die Idee hat, dass man Zahlen ersetzen kann durch Buchstaben. Es ist viel klarer als etwa die voralgebraische Formulierung: Das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate über den beiden Katheten.
Aber diese, um den Faden der Philosophie, die sich jetzt in unsere späteuropäischen Sprachen hineinbegibt und nicht mehr wie noch Immanuel Kant hinter jedem deutschen philosophischen Begriff in Klammer einen lateinischen Ausdruck hat, löst, ich denke, jenes Denken aus, das in dessen Kielwasser alle Mediengeschichte wesentlich noch schwimmt. Nämlich die Idee, dass man Vorlesungen nicht über eigentlich verachtete Lehrbücher seiner Vorgänger hält, wie Kant das im Fall von Christian Wolff getan hat, sondern man schreibt sich seine Vorlesungen selbst und kommt wie Fichte in das Problem, nicht ganz genau zu wissen zu Beginn des Sommersemesters 1794, was man in der letzten Vorlesung sagt, aber man löst dieses Problem und Hegel ist gleich der größte Löser dieses Problems, indem er zum Gebrauch seiner Vorlesungen eigene Bücher schreibt, wie die Enzyklopädie, wie die Phänologie und so weiter. Das wirft die Frage erstens des Urheberrechts am philosophischen Denken auf, wie Fichte das massiv verteidigt und durchsetzt mit Goethe, was dann zum entsetzlichsten aller Ereignisse in der Computergeschichte geführt hat, der Millennium Act von Bush, also die Übertragung der Autorschafts- und Urheberrechte von Romanen und philosophischen Büchern auf Software, die wesentlich Kopie ist und prinzipiell nicht in dem Sinn originell sein kann. Aber zugleich, indem eben die Philosophie jetzt anfängt, Bücher im eigenen Namen zu schreiben und ihren Vorlesungen zugrunde zu legen und das an der reformierten Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität durchzusetzen, von der ich unter anderem Namen komme, ich würde es lieber haben, wenn wir noch Friedrich-Wilhelms-Universität hießen, das bringt den ersten mir bekannten Philosophen dazu, unter den substanziellen Bedingungen, also den strukturierenden, den maßgeblichen Bedingungen der Neuzeit und das heißt es der Jetztheit dazu, die Gutenbergsche Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern zu nennen, ein Hauptmittel zur Verbreitung der neuzeitlichen Ideen. Ich darf Ihnen als einziges Zitat heute Abend aus den Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte von Georg Wilhelm Friedrich Hegel einen Satz zitieren. Die neuen Vorstellungen fanden ein Hauptmittel zu ihrer Verbreitung in der eben erfundenen Buchdruckerkunst, welche, wie das Mittel des Schießpulvers, dem modernen Charakter entspricht und dem Bedürfnisse, auf eine ideelle Weise miteinander in Zusammenhang zu stehen. Die Parallele zwischen Schießpulverartillerie einerseits als Erfindung des Teufels und Gutenbergs Erfindung ist uralt, geht auf Rabelais und andere zurück. Aber der Satz, dass wir mit gedruckten Lettern und Infanterie- und Artilleriegranaten auf eine ideelle Weise miteinander kommunizieren in Frieden und Krieg, scheint doch relativ Hegel neu. Also Hegel ist der erste Philosoph, der das Medium nennt, in dem seit Descartes gedacht wird. Ich erwähne als letzte kurze Phasen dieser Geschichte, um dann allgemeiner zu werden, dass sobald wir uns dieses Sachverhalts der medialen Abhängigkeit des Denkens sicherer und sicherer werden, die geschlossene Einheit des Buchs Gefahr läuft zu zerbrechen und dass Nietzsche und Heidegger ernst gesagt eigentlich nur ein einziges, nämlich ihr erstes Buch jeweils geschrieben haben und dann in die Nietzschischen Fragmente oder die Heideggerschen Aufsätze und Nachlässe so zerfallen sind, dass es schwierig ist, überhaupt die